Alfons Schubeck ist ein sehr bekannter Fernsehkoch und wurde jetzt verurteilt wegen Steuerhinterziehung und jetzt muss er ins Gefängnis. Wie das passieren konnte, was da genau gewesen ist und was wir vielleicht daraus lernen können, das erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und Alfons Schubeck ist einer der bekanntesten Köche in Deutschland. Der hat zwei sehr bekannte Restaurants in München. Er ist zum Beispiel auch der Koch für die Profimannschaft von Bayern München, hat diverseste Kochbücher geschrieben und ist auch regelmäßig im Fernsehen zu sehen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer Kochsendung Ihr Lieblingsmenü. Und da ist jetzt herausgekommen, dass er Steuern hinterzogen hat. Und zwar in Höhe von 2,3 Millionen Euro. Und da war vor gar nicht so langer Zeit jetzt das Gerichtsverfahren und Alfons Schubeck wurde verurteilt. Wegen Steuerhinterziehung muss er jetzt für 3 Jahre und 2 Monate ins Gefängnis. Wie das genau passieren konnte und was er genau gemacht hat, das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Alfons Schubeck hat in den Jahren zwischen 2009 und 2016 in seinem Restaurant die Kassen manipuliert. Und zwar, ich würde mal sagen, fast schon smart. Und zwar hat er da ein Tool, eine Software entwickelt, die nicht alle Umsätze verbuchen. Insgesamt wurden ungefähr 1200 Rechnungen nicht in die Buchhaltung übertragen. Das heißt, wir reden insgesamt über ungefähr ein Umsatzvolumen von 5 Millionen Euro auf 1200 Rechnungen, die nicht in der Buchhaltung gelandet sind. Und dieses Geld hat Alfons Schubeck dann einfach aus der Kasse genommen. Und er hat das automatisiert. Oder genauer gesagt, er war es nicht selber, sondern er hat einen Mitarbeiter damit beauftragt. Das heißt, er hat einen Mitarbeiter, der das für ihn gemacht hat. Und wichtiger Hinweis für dich, falls du jemals in so eine Situation kommst, dass dein Chef was von dir möchte, was illegal ist, da solltest du unbedingt drauf aufpassen, weil auch du machst dich dadurch strafbar. Denn dieser Mitarbeiter stand auch vor Gericht und hat jetzt 1 Jahr auf Bewährung bekommen. Wenn ich es ein bisschen böse ausdrücken möchte, würde ich sagen, Bescheißen ist ja gar nicht so schlimm. Beim Bescheißen erwischt zu werden, das ist schlimm. Und deswegen stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie wurde Alfons Schubeck denn erwischt? Also wie ist das Ganze denn rausgekommen? Und da gab es 2 Aspekte, die dazu geführt haben, dass das Finanzamt da mal ganz genau hingeschaut hat. Der erste Aspekt ist die Insolvenz. Alfons Schubeck hat im Sommer 2021, also vor ungefähr 1 Jahr, Insolvenz angemeldet. Und immer wenn du Insolvenz anmeldest, dann führt es dazu, dass das Finanzamt natürlich genauer hinschaut, ob wirklich auch alle Steuern ordnungsgemäß abgeführt worden sind. Es gab aber auch noch einen 2. Aspekt. Und zwar müssen in Deutschland alle GmbHs ihren Jahresabschluss, also ihre Bilanz veröffentlichen oder zumindest hinterlegen beim Bundesanzeiger. Das heißt, du kannst für alle GmbHs, die es so in Deutschland gibt, unter bundesanzeiger.de einfach mal den Firmennamen eintragen und dann kannst du die Bilanz anschauen. Das ist auch ganz interessant, da zum Beispiel mal den eigenen Arbeitgeber oder was auch immer mal nachzugucken, ist tatsächlich ganz spannend und auf jeden Fall einen Blick wert. Und das hat Alfons Schubeck schon seit 2017 nicht mehr gemacht. Und deswegen hat der Bundesanzeiger schon Bußgeldverfahren eingeleitet, weil diese Verpflichtung, die existiert und der ist er halt nicht nachgekommen. Das heißt, es gab insgesamt schon 2 Gründe, wo er sich auffällig verhalten hat. Für mich stellt sich in diesem Zusammenhang auch immer die Frage, wo ist denn am Ende das Geld? Und Alfons Schubeck sagt, er hat es nicht. Ein Originalzitat aus der Gerichtsverhandlungen ist, ich kann mir nicht erklären, wo das ganze Geld letzten Endes geblieben sein soll. Ich darf Sie bitten, mir zu glauben, dass ich mit Leib und Seele Koch und Gastronom bin, aber kein guter Kaufmann. Und insgesamt hat er gesagt, er führt kein luxuriöses Leben, er hat kein teures Hobby. Das Einzige, was er gemacht haben will, ist, das Geld aus der Kasse der Restaurants genommen haben, um seine anderen Unternehmen irgendwie über Wasser zu halten. Außerdem will er seine Kinder finanziell unterstützt haben in ihrer Ausbildung und hat so ein paar Antiquitäten gekauft, die aber dummerweise auch in Wert verloren statt in Wert gewonnen haben. Insgesamt ist da kein Geld. Ich glaube, in diesem Zusammenhang ist es auch ganz wichtig zu erwähnen, dass die gesamten Schulden von Alfons Schubeck auf 14 Millionen Euro geschätzt werden. Das heißt, seine Steuerschulden ist wirklich nicht alles, was er da gemacht hat, sondern der gute Herr ist wirklich hoch verschuldet. Und deswegen glaube ich ehrlicherweise auch, dass er irgendwann einfach den Überblick verloren hat und irgendwie versucht hat, die Löcher zu stopfen und irgendwann die Grenze überschritten hat, wo es denn illegal geworden ist. Auch der Indikator, dass er die Jahresabschlüsse seit 2017 nicht veröffentlicht hat, könnte darauf hindeuten, dass er unter Umständen vielleicht gar keine Jahresabschlüsse erstellt hat. Oder sogar noch schlimmer, nicht mal eine Buchhaltung erstellt hat. Und dann verliert man natürlich irgendwann den Überblick, weil man auch die eigene Kalkulation nicht mehr im Griff hat. Und dann fließt irgendwo Geld und man versucht nur noch irgendwie die Gläubiger ruhig zu halten. Und am Ende der Gerichtsverhandlung gab es dann natürlich ein Urteil. Alfons Schubeck musste 3 Jahre und 2 Monate ins Gefängnis, weil er 2,3 Millionen Euro Steuern entzogen hat.
Das ist ehrlicherweise für Steuerhinterziehung eine ziemlich harte Strafe. Und warum die so hart ist, das gucken wir uns auch mal genauer an. Es gibt da nämlich so ein paar Aspekte, die bei ihm wirklich ja erschwerend dazukommen. Der erste Fakt ist einfach, das ging um einen relativ langen Zeitraum. 2009 bis 2016, das sind 7 Jahre. Das heißt, er hat wirklich ein System über 7 Jahre, wie er Steuern hinterzogen hat. Und es ist auch nicht so, dass er aus Versehen mal vergessen hat, irgendwie einen Umsatz anzugeben, sondern er hat ein System dahinter gehabt. Es ist nicht nur so, dass er ein System hatte, sondern er hat sogar eine Software entwickelt in seiner Kasse. Das ist fast so wie VW mit der Schummelsoftware. Die haben wirklich etwas reingebaut, um systematisch Umsätze nicht anzugeben. Das heißt, da war wirklich hohe kriminelle Energie dabei und das kommt natürlich erschwerend dazu. Bei Steuerhinterziehung gibt es übrigens auch sowas wie eine Art, ja, ich würde mal sagen, magische Grenze und die hat er überschritten. Diese magische Grenze liegt bei 1 Million Euro. Der BGH hat vor einiger Zeit nämlich festgesetzt, dass bei Steuerhinterziehungen bis 1 Million auch eine Bewährungsstrafe möglich ist. Dann muss der Angeklagte nicht zwingend ins Gefängnis. Aber liegt der Betrag der hinterzogenen Steuern über 1 Million, dann ist eine Bewährungsstrafe nicht mehr möglich. Alfons Schubeck liegt deutlich über dieser 1 Million, das heißt, er muss tatsächlich ins Gefängnis. Und das ist auch ganz interessant, wenn man das weiß, dass diese 1-Million-Grenze existiert. Weil Alfons Schubeck hat mit mehreren Mitteln versucht, irgendwie noch unter dieser 1 Million zu kommen. Zum Beispiel hat sein Verteidiger die Richterin, ich würde jetzt nicht sagen angefleht, aber wirklich intensiv darum gebeten, dass man doch vielleicht nochmal die Akten überprüft. Dummerweise sind aber die Unterlagen so schlecht, also wahrscheinlich die Buchhaltung so chaotisch, dass man das nicht 1:1 wirklich nachvollziehen kann. Das heißt, da gab es keine Möglichkeit. Aber Alfons Schubeck hat zum Beispiel auch im Beginn der Verhandlung nur die Steuerhinterziehung in einem Restaurant zugegeben. In diesem Restaurant lag die hinterzogene Steuerlast nämlich bei 900.000 Euro. Das heißt, die Strategie war so ein bisschen zu sagen, ja, ich habe einen Fehler gemacht, aber halt nur 900.000, damit er anschließend eine Bewährungsstrafe bekommt. Und erst im Laufe des Gerichtsprozesses, als dann ja mehr Beweise auf den Tisch gekommen sind und auch mehr Zeugen verhört worden sind, dann ging es nicht mehr anders und dann musste er alles zugeben. Und das bedeutet für ihn dann ganz klar, er muss ins Gefängnis. Und natürlich mag das Gericht das dann auch nicht, wenn die Geschichte während der Verhandlung angepasst wird. Er hätte übrigens auch noch während des Prozesses diese Steuerschuld begleichen können. Er war auf freien Fuß und ist es auch heute noch und hat in der Zeit auch gearbeitet. Das heißt, er hatte auch Einnahmen und hätte zumindest diese Steuerschuld bezahlen können und dadurch das Strafmaß deutlich reduzieren können. Aber ich habe ja schon erwähnt, dass der gute Herr wirklich hoch verschuldet war und wer so viele Gläubiger hat, der hat dann am Ende fürs Finanzamt auch nicht mehr ausreichend Geld gehabt. Interessanter Fakt ist, er hat sogar noch Steuern bezahlt und zwar von den 2,3 Millionen hat er während des Prozesses 150 Euro gezahlt. Das reicht natürlich nicht aus, um das Strafmaß tatsächlich zu reduzieren. Aber er hat tatsächlich noch bis zum Tag der Urteilsverkündung daran gearbeitet, ob nicht vielleicht jemand anderes für ihn die Schuld übernehmen kann oder ob er von irgendwo nicht noch Geld bekommen kann. Er war ja ein Promi, das heißt, er hatte viel Kontakt zu Leuten, die auch vermögend sind. Bis zum Tag der Urteilsverkündung war nicht klar, ob er nicht vielleicht noch irgendwie von bekannten Geschäftspartnern und so weiter irgendwie Geld bekommen kann. Weil wenn er von irgendwem dieses Geld bekommen hätte und bezahlt hätte, dann wäre die Strafe deutlich niedriger gewesen. Und das war tatsächlich bis zur letzten Sekunde noch unklar. Das Ganze hat am Ende dann leider nicht geklappt und deswegen ist die Strafe so hart, wie sie ist. Und Alfons Schubeck muss jetzt für 3 Jahre und 2 Monate ins Gefängnis. Eine sehr interessante Side-Story. In diesem ganzen Fall ist übrigens ein guter Freund von Alfons Schubeck ist Uli Hoeneß. Und Uli Hoeneß war auch schon mal im Gefängnis, auch wegen Steuerhinterziehung. Vielleicht hätten die sich so am Abend bei einem Rotwein mal über diese ganze Thematik unterhalten sollen. Vielleicht wäre dann da Alfons Schubeck so einiges erspart geblieben, was Uli Hoeneß alles schon durchgemacht hat. Was da aber ganz spannend ist, Uli Hoeneß war ähnlich lang im Gefängnis. Uli Hoeneß wurde verurteilt zu 3 Jahren und 6 Monaten. Alfons Schubeck für 3 Jahre und 2 Monate. Also relativ vergleichbar. Aber Uli Hoeneß hat Steuern in Höhe von 28,5 Millionen Euro hinterzogen. Also mehr als das Zehnfache von Alfons Schubeck und die haben fast die gleiche Strafe bekommen. Wie kann das denn sein? Naja, alle Punkte, die gegen Alfons Schubeck gesprochen haben, haben für Uli Hoeneß gesprochen. Das heißt, Uli Hoeneß ist ganz anders mit der Situation umgegangen. Der erste und wichtigste Aspekt ist, wer hat es herausgefunden? Uli Hoeneß ist selber zum Finanzamt gegangen und hat gesagt, ey Leute, ich habe Steuern hinterzogen, hier ist meine Kalkulation, so und so sieht's aus, das hätte ich an Steuern zahlen müssen. Bei Alfons Schubeck ist es so, dass das in der Betriebsprüfung rausgekommen ist. Das ist nämlich ganz spannend. Wenn du in Deutschland Steuern hinterziehst, dann hast du eine strafbefreiende Selbstanzeige. Das heißt, wenn du Steuern hinterziehst und anschließend zum Finanzamt gehst und sagst, ey Leute, ich habe Steuern hinterzogen, so und so sieht's aus und das ist richtig und du gibst da alles an, dann hast du keine Strafe zu erwarten. Das heißt, es gibt wirklich eine strafbefreiende Selbstanzeige. Allerdings muss diese Selbstanzeige richtig, vollständig und so weiter sein. Das hat offensichtlich bei Uli Hoeneß
Geheimnis nicht ganz geklappt, weil der war ja auch im Gefängnis. Allerdings ist das natürlich ein deutliches Signal, was die Haftstrafe deutlich reduziert, wenn du so kooperativ bist. Und in der Gerichtsverhandlung hat Uli Hoeneß dann auch alles zugegeben. Das heißt, er hat nicht so eine Salami-Taktik gemacht wie Alfons Schubeck, dass er erst einen Teil zugegeben hat, anschließend noch ein bisschen mehr und so weiter. Außerdem hat Uli Hoeneß die gesamte Steuer bezahlt. Das heißt, es sind nicht nur die 28,5 Millionen, insgesamt waren das sogar über 40 Millionen. Durch die Verzinsung ist das noch deutlich mehr geworden. Und dieses ganze Geld hat Uli Hoeneß tatsächlich bezahlt. Und deswegen war zumindest im Verhältnis seine Haftstrafe deutlich geringer. Ich hoffe, in diesem Video hast du so ein bisschen was gelernt über Steuerhinterziehung. Hoffentlich hast du auch gelernt, dass das Ganze eine doofe Idee ist. Und solltest du Steuern hinterzogen haben, dann melde dich lieber beim Finanzamt mit einer Selbstanzeige. Das ist der beste Weg, da rauszukommen. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib uns doch gerne einen Kommentar. Ich würde mich freuen, wenn du auf diesem Kanal auch noch das ein oder andere Video schauen würdest. Wir haben nämlich einige Videos aufgenommen zu den Themen Buchhaltung, Finanzen, Steuern und so weiter. Zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.